Heute wenden wir uns einem sehr wichtigen Thema zu, nämlich der Variablenbindung. Und das werden wir uns zunächst mal am Thema der Relativsätze ansehen und werden uns dann Variablenbindungen in Sätzen mit Quantoren näher betrachten. Sehen wir uns hierzu die DP mit Relativsatz Ein Mann, den Lola liebt, näher an. Diese DP besteht aus einem Determinator und einer NP. Die NP hat als Kopf die NP Mann und hier steht ein Relativsatz, den Lola liebt. Sehen wir uns diesen Relativsatz etwas näher an. Er besteht aus dem Relativpronomen den, einer DP, und dann einer kleinen VP. Wir beachten ja das Tempus noch nicht. Lola ist das Subjekt, das Objekt fehlt. Es korrespondiert dann mit dem Relativpronomen hier und dem finiten Verb am Ende des Satzes. Man nimmt an, dass dieses leere Element durch eine sogenannte Trace, eine Spur, repräsentiert wird. Diese Spur steht hier mit dem Relativpronomen den in Verbindung. Es hat zum Beispiel denselben Kasus, in diesem Fall Akkusativ. Diese Verbindung der Spur mit ihrem Antizedens wird durch eine Koindizierung, hier zum Beispiel durch die Zahl 1, und dieser Index ist arbiträr, der muss nur derselbe sein, dargestellt. Wir werden das hier so darstellen, dass die Spur anzeigt, dass etwas fehlt. Wir geben hier also den Index minus 1 und dieser Index, der perkuliert von der Spur hinauf in den Baum bis zum Relativsatz. Der positive Index 1 wird ebenfalls hochprojiziert und hier löschen sie sich gewissermaßen. Das heißt, es wird kein Index weiter hochprojiziert. Zwischen dem Antizedens, hier den, dem Relativpronomen den, und der Spur müssen bestimmte Beziehungen bestehen. Zum Beispiel müssen sie von derselben Kategorie DP sein und bei DP müssen sie im Kasus übereinstimmen. Als Kategorie für den Relativsatz wird typischerweise eine CP, eine Complementizer Phrase, angenommen. Wobei diese CP aus einem C' mit einem Kopf C0 besteht und die DP den ist der Spezifikator dieser CP. Ein bisschen Evidenz für diesen Kopf gibt es aus der umgangssprachlichen Form Ein Mann, den wo Lola liebt. Das ist durchaus zu hören. Es gibt auch die zugegeben etwas gestellte Ausdrucksweise Ein Mann, so dass Lola ihn liebt. Das Objekt ihn ist hier nicht durch eine Spur vertreten, sondern durch das normale Pronomen. C0 würde durch das gefüllt und in der DP stände dieser Operator so. Wir kommen aber nun zurück zu der normalen Struktur. Die Frage ist, wie sollen wir einen solchen Relativsatz interpretieren? Beginnen wir mit der VP T1 lieb in der Situation S0. Nach unserer Regel ist das die Bedeutung von lieb bei S0 angewendet auf die Bedeutung der Spur T-1 bei S0. Die Frage ist nun natürlich, was bedeutet die Spur? Nun, die Spur wollen wir als eine Variable interpretieren. Zum Beispiel die Spur von T1. Wir lassen jetzt mal das Minuszeichen weg, weil Spuren ja immer negative Werte haben, wird interpretiert als die Variable x1. Diese Information muss aber nun gewissermaßen weitergereicht werden, denn später muss ja das Pronomen den mit demselben Index darauf Bezug nehmen. Deswegen indizieren wir die Interpretation hier mit dem Wert x1. Und wir sagen, dass diese Information von hier weiter raufgereicht wird zu der Interpretation des komplexen Ausdrucks. Wir sehen diese Koindizierung gewissermaßen in der syntaktischen Kategorie, die ja den Wert minus 1 hier immer mit sich trägt. Jetzt schauen wir uns die Bedeutung von Lola T1 lieb bei S0 an, wobei wir hier die Spur x1 nach wie vor markieren hier. Nach unserer Regel wenden wir die Bedeutung der VP
an auf die Bedeutung des Subjekts. Wir nehmen an, dass das auch die Bedeutung der C' ist, also mit dem C0-Kopf. Nun kommt das Pronomen den mit Index 1 ins Spiel. Dies ist die allgemeine Regel, die wir verwenden. Wenn wir eine Konstituente haben, Alpha mit Index n und Beta mit Index minus n, also sowas wie hier den Index 1, Lola t minus 1 lieb mit Index minus 1, dann ist die Bedeutung bei der Situation s gleich Lambda xn, die Variable mit demselben Index n, von Beta angewendet auf s. Damit erhalten wir dieses Resultat, das wir nunmehr ausrechnen können. Hier haben wir die Bedeutung des Verbs, hier die Bedeutung der Spur und hier die Bedeutung des Subjekts Lola. Die Anwendung der Bedeutung des Verbs auf die Spur ergibt dieses Resultat. Und nach der Anwendung auf das Subjekt erhalten wir schließlich das als Resultat hier. Lambda x1, Lola liebt x1 in S0. Hier wird festgehalten, dass wir über das Objekt Lambda abstrahiert haben, und zwar mit dieser Variablen x1. Nun wird die Bedeutung des Relativsatzes mit dem Kopfnomen Mann kombiniert. Hierfür nehmen wir die Regel an, wenn wir eine NP haben, die aus einem Kopfnomen Alpha und einem Relativsatz Beta besteht bei S0, dann erhalten wir als Resultat ein Prädikat Lambda x, wobei gilt Alpha bei S0 von x und Beta bei S0 von x. Effektiv modifiziert der Relativsatz, also das Nomen. Für unser Beispiel erhalten wir also Lambda x. X ist ein Mann in S0 und die Bedeutung des Relativsatzes Lambda x1, Lola liebt x1 in S0, wird angewendet auf x. Und damit haben wir als Resultat Lambda x, x ist ein Mann in S0 und Lola liebt x in S0. Das können wir nun wiederum mit der Bedeutung des indefiniten Artikels kombinieren. Wir erhalten zunächst mal dann dieses Resultat, wobei die Bedeutung des indefiniten Artikels hier zu sehen ist. Wir bekommen dann das Resultat Lambda p, der Schnitt von Lambda x, x ist ein Mann in S0 und Lola liebt x in S0, mit dem Prädikat p, also der Verbbedeutung, ist nicht die leere Menge. Und wenn wir das nun auf eine Verbbedeutung wie Lambda x, x flennt in S0 anwenden würden, dann erhalten wir als endgültiges Resultat, dass der Schnitt von Lambda x, x ist ein Mann in S0 und Lola liebt x in S0, mit Lambda x, x flennt in S0, nicht die leere Menge ist. Das heißt, es gibt jemand, der ein Mann ist, den Lola liebt und der flennt. Damit haben wir gesehen, wie wir die Bedeutung eines restriktiven Relativsatzes, der ein Nomen modifiziert, ableiten können. Im Skript finden Sie auch einige Hinweise zu sogenannten appositiven Relativsätzen. Was hierbei besonders wichtig war, ist, dass wir den Begriff der Spur eingeführt haben, die als Variable interpretiert wird. Die Spur Tn wird als Xn interpretiert. Die Information, dass hier eine Konstituente fehlt, wird syntaktisch weitergereicht durch diese Indizierung und semantisch dadurch, dass wir jeweils markieren, dass die Spur x1 mit der Variablen x1 interpretiert wird. Das ist ein wichtiger Begriff, diese Darstellung der Bedeutung in Abhängigkeit von einer sogenannten Variablenbelegung darzustellen. Wir sagen, dass die Spur t1 oder tn hier mit der Variablen xn belegt wird.